Ich habe neulich mal wieder ein bisschen Super Mario Bros. Wonder gespielt und gemerkt, dass es mir auch jetzt einige Zeit später nach Release immer noch ziemlich viel Spaß macht. Und das liegt an vielen verschiedenen Faktoren. Dem Leveldesign, neuen Mechaniken und Ideen, der Auswahl der spielbaren Charaktere, aber vor allem auch an den Items. Denn die haben das Gameplay in diesem Spiel teilweise nochmal deutlich verändert und verbessert. Und das tun sie nicht nur in diesem Game, sondern auch in allen anderen Mario Games. Während die meisten von euch die Power-Ups aus Super Mario Bros. Wonder noch gut im Schädel haben, dass sie sehr besonders waren und das Spiel noch gar nicht so lange draußen ist, gibt es einige andere Items, die von dem einen oder anderen vielleicht schon wieder etwas in Vergessenheit geraten sind, weil sie nicht oft vorkamen und relativ schnell wieder von der Bildschirmoberfläche verschwunden sind, aber meiner Meinung nach trotzdem verdammt cool und innovativ waren. Und diese Items, sowie deren Verwandlungen und Fähigkeiten, schauen wir uns im heutigen Video nochmal ein bisschen genauer an. Und wenn euch dieses Video gefällt und ihr noch weitere Videos dieser Art sehen wollt, dann dürft ihr jetzt sehr gerne noch ein Like für den Support und ein Abo dalassen, um nichts mehr zu verpassen, aber jetzt viel Spaß beim Zusehen. Here we go! Wir beginnen unsere Reise ziemlich früh im Jahre 1988 in Super Mario Bros. 2, denn dieses Game hatte nicht nur im Vergleich zu seinem Vorgänger, Super Mario Bros., sondern auch aus heutiger Sicht betrachtet so viele neue und geile Items sowie Möglichkeiten, diese zu verwenden. Eine Bombe, die du aufheben und daraufhin zum Explodieren bringen kannst, um Felswände zu zerstören, Pilzblöcke, die den Spieler heilen oder ihm ein zusätzliches Herz geben, Herz 5, Königskinder, ein Trank, der eine Tür erscheinen lässt, die dich in eine Paralleldimension führt, sowie Kirschen, die einen Stern erscheinen lassen, wenn man 5 an der Zahl von ihnen gesammelt hat. Genauso genial war der Schlüssel, mit dem man Türen öffnen, aber auch Gegner wegbolzen konnte. Aber vor allem das ganze Gemüse, denn auch damit konnte man Gegner abwerfen, aber teilweise sogar noch mehr machen. Denn manchmal konnte man durch das Herausziehen des Gemüses sogar eine Stoppuhr erscheinen lassen, die alle Gegner für eine kurze Zeit erstarren lässt. Mega cool, oder? Nö. Und jetzt ratet mal, welches dieser geilen Items später in genau dieser Form mal wieder zurückkam. Richtig! Absolut gar nichts. Und ja, das lag halt, wie wir bestimmt noch nie gehört haben, daran, dass Super Mario Bros. 2 eigentlich nie ein richtiges Mario-Spiel war. Wirklich schade eigentlich, dass es hiervon kaum etwas wieder ins Mario-Franchise zurückgeschafft hat. Und wir bleiben weiterhin erstmal Ende der 80er und Anfang der 90er bei den ersten 2D-Mario-Plattformen stehen und werfen nun einen Blick auf Super Mario Bros. 3. Hier gab es zum Beispiel einen Froschanzug, mit dem man besser und präziser schwimmen konnte, der aber später auch so gut wie gar nicht mehr in irgendeinem Mario-Game vorkam. Das einzige, woran ich mich jetzt spontan noch erinnern kann, ist, dass es ihn in Paper Mario Sticker Star als Sticker gab. Es macht aber auch irgendwo Sinn, dass der Frosch abgeschafft wurde und nicht mehr zurückgekehrt ist, denn ab New Super Mario Bros. Wii hat dann ja der Pinguin Zug in der 2D-Mario-Reihe mehr oder weniger seine Fähigkeiten übernommen und perfektioniert. Die Hammerverwandlung ist ein weiteres Beispiel für ein ausgestorbenes Item. Hast du danach einfach kaum mehr gesehen. Außer in gewissen hochqualitativen Hacks, der New Super Mario Bros. Wii und DS, die wohl bekanntesten und in meinen Augen auch besten Hacks der New Super Mario Bros. Serie, haben das Item einfach wieder zurückgebracht. Es ist immer dieser Moment, wenn Fan-Hacks besser als die Original-Games von Nintendo selbst sind. Aber pst, seid leise und verpetzt mich nicht, sonst kommen gleich noch die Nintendo-Ninjas und stecken mich in den Knast aus Super Mario Sunshine. Mario, wir teilen jetzt beide das gleiche Leid. Sie haben dich eingesperrt, nur weil du den Helden in ein paar fucking Fanhacks gespielt hast. Bitte holt uns hier raus! Wir sind mit Super Mario Bros. 3 aber noch nicht ganz fertig, denn könnt ihr euch daran auch noch erinnern? Richtig! Das ist die Flöte, die es ermöglicht hat, ein paar Welten zu skippen und somit große Teile des Spiels zu überspringen, wenn man sie gefunden hat. Sie ist also letzten Endes gar nicht so besonders und quasi das, was die Warp Zones aus Super Mario Bros. Und später die Kanonen in den New Super Mario Bros. Games auch waren. Oder die 5 Kilometer langen Secret Exits in New Super Mario Bros. U. Ja hallo, das ist der längste Secret Exit, den ich je gesehen habe. Mann, waren das geile Zeiten. Wir switchen direkt rüber zu einem weiteren sehr besonderen Spiel mit einer besonderen Verwandlung. Super Mario Land aus dem Jahre 1989. Wobei, so besonders ist die Verwandlung eigentlich doch nicht, denn Super Ball Mario erfüllt im Endeffekt den gleichen Zweck wie die Feuerblume. Eine Blume erscheint und Mario kann damit dann Bälle auf Gegner ballern und sie killen. Nur, dass es jetzt halt keine Feuerbälle, sondern Superbälle sind. Etwas interessanter waren da noch das Marine Pop und das Sky Pop. Zwar jeweils keine direkten Verwandlungen von Mario selbst, sondern ein U-Boot und ein Flugzeug, die Mario jeweils beide steuern und damit auch kämpfen kann, da das Marine-Pop über Torpedos und das Sky-Pop über Raketen verfügt. Und der Nachfolger zu Super Mario Land war dann nochmal etwas wilder, denn hier existierte mit der Möhre ein ziemlich weirdes Item, welches Mario in eine Form verwandelt, die sich Hasi Mario nennt. Was, Bruder? Da hat Herr Blöckle aus Mario und Luigi Dream Team Bros. Sich wohl ein bisschen was abgeschaut. Mit dem Möhren-Power-Up konnte man nach einem Sprung langsamer und kontrollierter zum Boden gleiten und dadurch das Risiko vermindern, in Abgründen zu landen. Also eigentlich ziemlich genau die gleiche Funktion,
Version wie der Tanuki, den es in Super Mario Bros. 3 schon gab, nur mit dem Unterschied, dass man mit der Möhre nicht Anlauf nehmen und davonfliegen konnte. Also korrigiere ich meine Aussage. Die Möhre ist der Tanuki-Anzug auf Wish. Super Mario World, was noch 2 Jahre vor Super Mario Land 2 erschienen ist, brachte als neues Item die Feder ins Spiel, die aber die meisten von euch trotzdem noch eher im Schädel haben werden, da sie in Mario Kart 8 Deluxe ein richtig fettes Comeback gefeiert hat. Ich möchte lieber noch kurz auf dieses Item eingehen, das sich Pi-Ballon schimpft. Schimpft deshalb, weil das Item der absolute Horror ist, denn damit verwandelt sich Mario in einen fliegenden 200 Kilogramm schweren McDonald's-Stammkunden, der noch breiter als der Nitro-Toad aus Super Mario RPG ist und kann damit für eine kurze Zeit durch die Luft fliegen, bis seine Fiebertraumverwandlung wieder den Geist aufgibt. Klingt an sich ja gar nicht so schlecht, ist aber übel beschissen zum Steuern, gerade dann, wenn man auf seinem Flug noch von 500 Gegnern gleichzeitig angegriffen wird, die Verwandlung dann instant auflösen. Eine ähnliche Verwandlung zum Pi-Ballon gab es auch in Mario 64 DS, denn dort konnte Mario ebenfalls durch das Einsammeln bestimmter Blumen zu einem Ballon werden, womit er, wenn auch nur sehr langsam, kurz durch die Luft nach oben fliegen und somit höher gelegene Orte erreichen konnte. Luigis Unsichtbarkeitsfähigkeit in dem Spiel, womit er durch Gitter laufen konnte, finde ich by the way ebenfalls noch sehr erwähnenswert und wird auch viel zu häufig zu schnell vergessen. Weil wir aber gerade ursprünglich noch bei Super Mario World waren, wollte ich hier auch noch anmerken, dass die verschiedenfarbigen Koopas auch mehr oder weniger als Item in dem Game fungiert haben, nur halt nicht direkt für Mario, sondern für Yoshi. Aber Mario konnte diese Fähigkeiten daraufhin ja verwenden, weshalb man die, wie ich finde, auch mit dazu zählen kann. Und das fand ich halt so kreativ, dass du dann einfach mit einem roten Koopa-Panzer Feuer schießen, mit einem blauen fliegen und mit einem gelben stampfen konntest, weil du das in der Form später auch überhaupt nicht mehr gesehen hast, außer dass in New Super Mario Bros. Wii und U dann feuerspeiende Piranha-Pflanzen fressen und dann ebenfalls Feuer schießen konnte, aber das ist auch nur schwer dazu vergleichbar. Weil ich jetzt schon mal die New Super Mario Bros. Reihe kurz erwähnt habe, möchte ich auch zu ihr noch schnell was sagen, denn hier gab es einen Teil, der ebenfalls ein sehr cooles, aber auch stark vermisstes Item beinhaltete. Der blaue Panzer aus New Super Mario Bros. Für den DS. Keine Angst, nicht verwechseln mit dem blauen Panzer aus Mario Kart 8. Ohne Witz, ich feiere dieses Power-Up bis heute und finde es extrem schade, dass es nie zurückgekehrt ist, weil es einfach cool war, sich in den Koopa zu verwandeln und dann in seinem eigenen Panzer durch die Level zu rasen, alles mögliche abzuräumen und mit dem Panzer dann sogar gleichzeitig auch noch einen Schutz vor allen Gegnern zu haben. Das einzige, was mich bei diesem Item so ein bisschen genervt hat, war eigentlich nur, dass Mario automatisch nach kurzer Zeit in den Panzer gegangen ist, sobald man angefangen hat zu rennen, obwohl man das als Spieler oftmals nicht immer direkt gewollt hat. Aber hey! Auch dafür gibt es wieder großartige Fanhacks wie New Super Mario Bros. DS, welches nicht nur den Hammer wieder zurückgeholt hat, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, sondern dieses Item gleichzeitig noch mit dem blauen Panzer aus New Super Mario Bros. Kombiniert hat, sodass du hier jetzt 2 in einem hast. Und nebenbei hat man hier auch noch die eben angesprochene mit dem automatischen Aktivieren des Panzers beim Rennen gefixt. Fantastisch! Scheiße, ich glaube, ich sollte jetzt echt rennen, sonst kriegen mich die Nintendo-Ninjas wirklich gleich noch. Ab in Knast. In New Super Mario Bros. U gab es dann noch die Baby-Yoshis, die es natürlich auch keine richtigen Items an sich waren, aber dem Spieler trotzdem coole Fähigkeiten verliehen haben, wie zum Beispiel nach oben durch die Luft zu fliegen, Seifenblasen zu blubbern, mit denen man Gegner killen und auf denen man springen kann, oder dunkle Räume zu erhellen. War ganz nett auf jeden Fall, aber seinerzeit trotzdem nichts allzu Besonderes, aber wollte ich definitiv auch noch erwähnt haben, weil die Baby-Yoshis auch eine wichtige Erneuerung speziell für NSMB U gewesen sind. Wenn wir von New Super Mario Bros. U nochmal einen Schritt zurückgehen, landen wir bei New Super Mario Bros. 2, wo es die Goldblume gab, die ansonsten bis heute ebenfalls fast gar nicht mehr aufgetreten ist, die allerdings trotzdem noch die meisten von euch auf dem Schirm haben werden, weil sie einfach so OP war und du einfach alles damit auseinandernehmen konntest, was sich richtig geil angefühlt hat. Viel weniger ist euch da wahrscheinlich der Goldpilz im Kopf geblieben. Nee, ich meine schon den aus NSMB 2, nicht den aus Mario Kart, denn der Goldpilz in New Super Mario Bros. 2 war nämlich ein anderer, der nur im DLC auftrat und dafür aber gar nicht so spektakulär war, da er dem Spieler lediglich 50 Münzen geschenkt hat. Noch mehr Kohle, yay! Ich bin reich! Werfen wir nun noch kurz einen Blick von den 2D Marios auf die 3D Marios, denn auch dort haben wir zum Beispiel mit Super Mario Galaxy 1 und 2 zwei Spiele, die beide jeweils Verwandlungen beinhalten, die es nur in diesen beiden Games gab. Dazu zählt vor allem Marios Bienenverwandlung, womit er für eine kurze Zeit fliegen und an Honigwaben klettern konnte. Mit der Geistverwandlung ist man einfach zu einem fucking Buhu mutiert und konnte damit schweben und sich unsichtbar machen. Und dann gibt es da ja auch noch die Sprungfeder, die von den meisten wohl eher ziemlich gehasst ist, aber actually auch eine ganz coole Fähigkeit hatte, weil man
man damit herumhüpfen und ähnlich wie bei einem Trampolin mit einem gezielten Sprung nochmal besonders hochspringen konnte. Andere bereits existierende Power-Ups wie die Feuer- und die Eisblume haben sich in Super Mario Galaxy ebenfalls ein bisschen unterschieden, da man sie nur zeitlich begrenzt verwenden und mit der Eisblume zum Beispiel über Wasser und Lava rutschen und nicht einfach nur ganz normal Eisbälle werfen konnte. In Super Mario Galaxy 2 wurde dann auch noch die Felsverwandlung eingeführt, mit der man als Stein über Gegner rollen oder gegen Dinge wie Brücken rollen konnte, um diese zum Umkippen zu bringen. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch die Wolkenverwandlung, womit es möglich war, bis zu 3 Wolken in der Luft zu erzeugen, die als zusätzliche Plattformen dienen und es so ermöglicht haben, größere Distanzen zu überwinden. Andere 3D-Mario-Plattformer wie Mario 3D Land beinhalten auch noch ein paar interessante Items. Es gab das Comeback des Tanukis aus Super Mario Bros. 3 und das gleich in 2 verschiedenen Varianten. Zum einen der ganz normale, allerdings gab es hier auch wieder die Möglichkeit, dieses Mal mit dem Stein-Tanuki, sich zusätzlich noch für kurze Zeit in eine Statue zu verwandeln, wenn man eine Stampfattacke ausführt, womit man vorübergehend unverwundbar wird. Es wurde ebenfalls der Gold-Tanuki eingeführt, der als Hilfe für Noobs zu Beginn eines Levels nach 5 Fehlversuchen erschienen ist und mit dem man einfach keinen Damage mehr kassiert hat und alle möglichen Gegner umbringen konnte. Und für ganz seltene Exemplare der Oberflachpfeifen, die absolut gar keinen Skill haben, so wie ich, ist dann nach 10 Fehlversuchen immer noch dieses Item erschienen, welches einen einfach instant zum Ende eines Levels gebracht hat. Für wie dumm hält Nintendo ihre Spieler eigentlich? Im Nachfolger Mario 3D World existierte dann zum Beispiel noch eine Kanone, mit der man Kugeln schießen und damit Gegner vernichten konnte, oder Schneebälle, die man werfen konnte. Genauso konnte man Tennisbälle auf Gegner werfen. In Geisterhäusern gab es oftmals diesen Block, der ein Licht ausstrahlt, damit die Umgebung erhält und Boohoos töten kann. Nicht zu vernachlässigen ist die Propellerkiste, die ähnlich wie der Propellerpilz aus NSMB Wii fungiert und den es ebenfalls schon in Mario 3D Land gab. Und zu guter Letzt hätten wir noch die Goomba-Maske, womit man als Goomba getarnt herumlaufen konnte, den Schlittschuh, mit dem man Schlittschuh laufen konnte, und die Piranha-Pflanze, die dem Spieler alle möglichen Gegner weggefressen und einem somit das Leben deutlich vereinfacht hat. Ich bin wirklich überrascht, wie viele teils unscheinbare, aber wirklich coole Items es in Mario 3D World gab, die im Laufe der Zeit auch wieder ziemlich selten geworden sind. Ihr seht also, dass es schon wirklich viele Items, Verwandlungen, aber auch einfach nur normale Fähigkeiten gab, die nur für kurze Zeit nach ihrer Entstehung wieder dem Erdboden gleichgemacht wurden. Und klar, waren da auch einige Power-Ups mit dabei, bei denen das nicht so schlimm ist, weil sie sowieso relativ irrelevant oder unspektakulär waren, aber bei manchen anderen fand ich das schon wiederum etwas schade, wie mit dem blauen Panzer oder dem Hammer. Trotzdem haben wir bis heute immer noch viele verschiedene Items im Mario-Franchise. Gerade mit Super Mario Bros. Wonder sind zuletzt wieder ein paar neue dazugekommen und hoffentlich werden auch in Zukunft mit weiteren neuen Ablegern des Franchises weiterhin neu mit dazukommen, denn Items sind mit eines der wichtigsten Dinge in den herkömmlichen Mario-Games, dass sie für so vielfältige und interessante Verwandlungen sorgen, damit das Gameplay mehr Spaß macht und nicht so monoton wird, was nochmal eine ganz spezielle Wirkung auch beim Spieler selbst hervorruft, gerade wenn man die Items dann noch gut ins Gameplay, zum Beispiel durch Rätsel, integriert. Wenn ihr noch weitere Items habt, die ziemlich tot sind, über die ich heute allerdings nicht gesprochen habe, dürft ihr mir das sehr gerne noch in die Kommentare schreiben und natürlich auch, was denn euer Lieblings-Item aus dem Mario-Universum jemals ist. Jetzt bedanke ich mich noch bei euch allen fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, haut rein!